Hey Leute, willkommen zu meinem 112. YouTube-Video. Wie ihr hier bereits sehen könnt, habe ich eine kleine Ansammlung von Bleistiften auf meinem Tisch. Aber wir machen hier schon mal Halleluja. Eine kleine Grenze, weil, Leute, es sind zwei verschiedene Arten von Bleistiften. Wie zwei verschiedene Arten von Bleistiften? Wie soll denn das gehen? Hä? What? Nein, Spaß. Ich erkläre euch, was hier los ist. Also, wir haben hier unsere ganz normalen Faber-Castell Bleistifte. Das hier sind die Castell 9000. Die ganz normalen Bleistifte, die kennt bestimmt jeder von euch. Die gibt es quasi überall. Egal, wo man hinkommt, es gibt diese Bleistifte. Jeder hat sie schon mal in der Hand gehabt. Jeder weiß, wie sie sind. Und Künstler benutzen sie sehr, sehr gerne zum Zeichnen. Weil es sind halt gute Bleistifte. Es sind halt gute, gute Bleistifte, ne? Faber-Castell hat sich aber gedacht, wir sind noch nicht zufrieden, obwohl das gute Bleistifte sind. Weil jeder, der mit Bleistiften zeichnet, weiß, dass es bei Bleistift einfach ein paar Sachen gibt, die einen nerven. Es nervt einfach und das ist schon seit Jahrhunderten, also seitdem es Bleistifte gibt, gibt es dieses Problem schon, dass Bleistifte auf dem Papier glänzen. Sie glänzen. Und das ist nervig. Wenn du eine schöne Zeichnung hast und ein Foto von deiner Zeichnung machen willst, dann musst du es immer aus einem bestimmten Winkel machen, damit deine Zeichnung auch wirklich schön auf dem Foto aussieht und nicht glänzt. Es ist frustrierend. Deine Zeichnung sieht dann immer ein bisschen komisch aus. Man denkt sich, aber Faber-Castell hat nämlich einfach dieses Problem gelöst. Bleistifte, die nicht mehr glänzen. Als ich das gehört habe, ne, ich dachte wirklich, wenn ich Socken angehabt hätte, hätte es mir die Socken ausgezogen. Matte Bleistifte. Pitt Graphite Matt nennen die sich. Und noch ein Problem mit Bleistiften ist, dass man nicht dunkel genug werden konnte. Es gab immer eine Skala von, weiß ich nicht, HB oder B oder H bis zu einem bestimmten Dunkelgrad, den man erreichen konnte. Es war 8B. Leute, diese Bleistifte gehen einfach bis 14B. 14B einfach. Das ist so dunkel, dass man denkt, man zeichnet gerade mit einem schwarzen Buntstift. Aber nein, es ist ein Bleistift. Aber damit ihr auch wirklich seht, was ich meine, zeige ich euch jetzt einfach mal eine Zeichnung. Bei dieser Zeichnung von dem Auge von meinem kleinen Bruder habe ich diese Seite mit den neuen Bleistiften gemacht und diese Seite mit den alten Bleistiften. Lasst es mal einfach so ein bisschen auf euch wirken. Lasst es mal einfach auf euch wirken. Ich warte kurz. Okay, reicht. Seht ihr, wie dunkel und kontrastreich diese Seite ist? Und wie hell und diese Seite ist? Und ihr seht doch gerade wahrscheinlich, dass diese Seite hier total glänzt und diese Seite nicht. Ich weiß, Leute, ihr denkt jetzt, hä, warum rastet die so aus? Das sind doch nur Bleistifte. Es sind halt nicht nur Bleistifte. Für jemanden, der Stifte so sehr liebt und der so ein Nerd ist, wenn es ums Zeichnen und um Art Supplies geht, ist das hier eine Innovation. Sowas gab es noch nicht. Und dass es das jetzt gibt, macht mein Leben um so vieles leichter. Okay, Leute, kurze Storytime. Wie einige von euch vielleicht wissen, hat Pan meine Brille komplett zerstört. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe geschlafen. Er war schon wach. Meine Brille lag irgendwo. Er hat die sich geschnappt und sie komplett zerfetzt. Und auf Distanz kann ich echt wirklich richtig, richtig schlecht sehen. Also ich sehe keine Uhren. Ich sehe keine Gesichter. Ich kann quasi kaum was erkennen. Das hier war eine ziemliche Katastrophe. Aber glücklicherweise habe ich eine Brillenversicherung. Pan hat mir jetzt endlich die Gelegenheit gegeben, eine neue Brille holen zu können. Weil das ging ja nicht mehr, ne? Und die Brillenversicherung hat dafür gesorgt, dass ich mir eine niegelnagelneue Brille kaufen konnte und ganze 400 Euro zurückbekommen habe. Und Leute, das lässt mich jetzt zum Sponsor des heutigen Videos kommen, und zwar Clark. Clark ist eine kostenlose digitale Versicherungsmanager-App, die die Tarife von über 160 Versicherungsunternehmen vergleicht und die mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis herauspickt und dir in der App anzeigt. Mit der Registrierung und der Mandatserteilung gibt dir Clark die Möglichkeit, eure Versicherung zu managen und euch bessere Tarife und Lösungen vorzuschlagen. Außerdem stehen dir ausgebildete Versicherungsexperten per Chat, Telefon und E-Mail zur Verfügung. Und besonders nice ist, dass dir mithilfe des Bedarfschecks Versicherungen vorgeschlagen werden, die zu dir und deiner persönlichen Situationen passen. Also kein unnötiger Krimskrams, den du nicht brauchst. Und wer hat schon Lust auf diesen ganzen Papierkram, wenn du das in der App übersichtlich aufgelistet haben kannst? Ich meine, 21. Jahrhundert, alles ist quasi digital. Her damit. Jetzt kommt wieder die Teppichverkäuferin. Ich habe nämlich ein nices Angebot für euch.
Wenn ihr euch als Neukunde bei Clark registriert und 3 eurer bestehenden Versicherungen hochladet, könnt ihr einen Amazon-Gutschein von bis zu 45 Euro erhalten. Das heißt 15 Euro pro Versicherung. Dafür müsst ihr nicht mal eine neue Versicherung bei Clark abschließen. Dazu müsst ihr einfach nur auf den Link in der Videobeschreibung klicken und den Code ART45 bei der Registrierung angeben. Der Code ist in Deutschland und Österreich gültig. Hören wir auf zu labern, probieren wir die Stifte aus, gucken wir sie uns an. Mmh, wie sind sie? Schmecken sie? Wollt ihr mal 14b sehen? Wartet. Ich habe mir jetzt hier einmal 14b von dem Pitt Graphite Matt und 8b, was das dunkelste ist, bei den Castell 9000 rausgesucht. Wir probieren zuerst den normalen aus, den jeder von euch wahrscheinlich auch zu Hause hat. Das hier ist jetzt der dunkelste Bleistift, den Faber Castell bis jetzt auf dem Markt hatte. Switchery Rudy. So. Oh, guckt mal, wie das glänzt. Guckt mal, wie das glänzt. Ich halte es mal gleich so, dass es bei euch nicht mehr glänzt. So ist 8b. Warum schreibe ich es nicht daneben? 8b. Wir spitzen ihn mal an. Zedernholz oder was haben wir hier? Jetzt probieren wir den mal aus. Dann erstmal ganz leicht. Und dann machen wir ganz dunkel. Ganz doll. So. Es glänzt nicht. Es ist so krank, oder? Ich schreibe jetzt hier noch 14b. Seht ihr das? Seht ihr das? Oder bin ich die Einzige? Bin ich verrückt? Wirklich gerade ein bisschen wahnsinnig auf euch? Bevor wir damit etwas malen, muss ich euch sagen, dass sich dieser Bleistift ein kleines bisschen anders anfühlt. Ich weiß nicht, was es ist. Der fühlt sich so ein bisschen glatter, graphitmäßiger an und der wirklich so ein bisschen wie ein Buntstift. Aber das ist nicht schlimm. Und wir gucken uns beide Stifte an. Ein paar Unterschiede. Hier zum Beispiel, hier steht noch Pitt Graphite Matt drauf. Hier ist dieses Castell 9000. Beide haben das Logo. Und dann drehen wir ein bisschen. Vanish, Wasserlack, Made in Germany. Dann hier das goldene 8. B, hier auch Made in Germany, irgendeine Seriennummer zum einzeln nachkaufen dieses Strichcode-Dingsda-Bumster. Und beide sind hinten natürlich gedippt. Aber ich feiere schwarz mehr. Schlagen wir eine neue Seite auf und werden eine Seite mit dem Pitt Graphite Matt zeichnen. Und dann gucken wir, welche Seite glänzt und welche nicht. Obwohl wir natürlich schon wissen, welche Seite glänzt und welche nicht. Was soll ich zeichnen? Ich bin jetzt fertig. Ich habe mich dazu entschieden, Lippen zu zeichnen. Diese Seite ist mit den neuen Bleistiften gemacht und die hier mit den alten. Seht ihr, dass diese Seite glänzt? Könnt ihr das erkennen? Und könnt ihr auch erkennen, dass diese Seite mehr Kontraste hat als hier? Hier sind die Mitteltöne, die dunklen Töne, die hellen Töne viel, viel schöner getroffen. Und auf der Seite sieht alles ziemlich eins aus, so einig. Es ist so... Und by the way, Leute, ich hatte letztes Mal so Spaß daran, auf eure Zeichnungen zu reagieren. Ich habe vor, demnächst einen weiteren Teil zu drehen. Dafür müsst ihr mir einfach eure Zeichnungen über Instagram schicken. Schreibt mir euren Vornamen, euer Alter und diesmal auch, welche Materialien ihr benutzt habt, damit wir uns sicher sein können, welche ihr benutzt habt und nicht raten müssen. Falls ihr das letzte Mal nicht gesehen habt, dann drückt einfach hier drauf. Es ist mega interessant zu sehen, was ihr so macht. Und falls ihr das schon gesehen habt, dann drückt einfach hier drauf. Ich bin mir sicher, das gefällt euch auch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!